Und da sind wir auch schon wieder auf dem Weg nach Voradler zu unseren Ausbildern, die da hoffentlich auf uns warten. Nicht, dass ich jetzt das ganz falsch in Erinnerung habe. Wer ist das? Lord Laue. Aber wir können ja wieder Miss Dattlitten. Merkwürdiger Lord. Von da aus mit dem Schiff, ne? Reisen. Ja, aber hast du mal deinen Kontostand gecheckt? Also ich habe jetzt noch 19 Silber und die Schiffsreise kostet dann, was weiß ich, 10 Silber. Ich gebe nicht mein halbes Vermögen aus, nur um dann 2 Minuten schneller da zu sein. Notwendig. Was wir mal machen können, vielleicht auf dem Rückweg, ist hier vielleicht den Strand zu erkunden. Zwischen Voradler und Naliten. Oder auch einfach mal querfeldein hierher zu gehen. Sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, das immer im Kreis hier rumlaufen, das ist ja... Das ist ein riesen Umweg. Ne, aber jetzt möchte ich erstmal heile zu unseren Ausbildern kommen. Und wir sind meiner Meinung nach noch unten in Galplin gebunden. Und jetzt möchte ich nicht sterben. Und dann nochmal von unten loslaufen müssen. Gehe ich lieber auf Nummer sicher. Aber vielleicht können wir wenigstens die Ecke so ein bisschen abkürzen. Das müsste ja drin sein. Sieht auch nicht zu gefährlich aus hier. Naja, geht so. Aber ich meine, hier waren die alle grau. Ja, das sieht doch gut. Alles grau, okay. Dann laufe ich jetzt hier querfeldein. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen was von der Ruine zu sehen. Da sind Geisterwildschweine, aber auch grau. Ja, das ist, wissen wir beim nächsten Mal, hier können wir einfach durchlatschen. Dann gucken wir uns den Strand mal an. Aber ich glaube, das ist auch alles schon viel zu low. Ja, aber dann wenn wir da am Strand entlang gehen, sind wir ja noch schneller. Eben. Mein Gott, das ist aber auch eine Burg, die sie da hingebaut haben. Wenn sie jetzt noch Tore hätten, dann wäre die sicherlich gut zu verteidigen. Vielleicht können die ja fürchterliche Schreie ausstoßen. So, ich würde sagen, ich übernehme die linke Seite, du übernimmst die rechte Seite. Und wer zuerst die Ausbilder entdeckt, der ruft ganz laut, Yippie oder sowas. Da, Yippie, da ist dein Ausbilder. Ne, nicht der, genau der Dicke da hinten. Meinen darf ich jetzt garantiert wieder ewig suchen. Undancer. Hunter. Gibt's denn eine Taverne oder sowas? Da steht doch sicherlich der Skalde rum. Oder auch nicht. Vielleicht ganz hinten in der Ecke, vielleicht macht er gerade Pause oder so. Nee. Da sind die Gifthändler, haben sich da verkrochen. Die Schändlichen. Shadowblade. Berserker. Bin ich genau falsch rumgegangen oder? Tane. Da bin ich mal wieder mit Blindheit geschlagen und bin schon dran vorbeigelaufen. Muss ja so sein. Denn ich sehe keinen
Brause, wenn du irgendwann fertig bist mit deinem Ausbilder, dann kannst du vielleicht... Ich guck mal, ob der draußen steht und ich den nur nicht gesehen habe. Das ist einfach nur ein Troll. Und du warst Master Breedy oder Breidi, Breedy. Was bist du, Skalde? Genau, ich bin Skalde. Hab den schon übersehen, ne? Du hast ihn wahrscheinlich nicht gefunden. Ich hab ihn noch nicht gefunden. Das ist schlecht. Vielleicht hinterm Haus hier, da versteckt er sich. Ist ja typisch für Skalden, sich zu verstecken. Nicht wirklich. Savage. Es kann natürlich theoretisch sein, dass sie hier alle möglichen Ausbilder haben, halt nur keinen Skalden-Ausbilder. Alter, glaube ich nicht. Ist doch nicht wahr. Es war schon beim letzten Mal so, dass ich meinen Ausbilder ewig gesucht habe. Jetzt war das ganz große. Das macht mich nicht schwach. Weapon, Shield, Viking. Dahinter war doch gar keiner. Nee, das war der Pferdetyp. Warum bist du kein Skalden-Ausbilder? Mann. Spirit Master. Weapon Merchant. Was ist mit dir, Fini? Du hast überhaupt keine Aufgabe. Du hättest doch Skalden-Ausbilder sein können. Berserker. Ich will umschulen. Das ist ja lustig. Hast du eigentlich durch deine Ausbilderei irgendwas Schönes Neues dazu bekommen? Nur hier zwei Waffen, die sich verschwinden. Ich hab ihn, sie, ist das eine sie? Lalida. Lalida, alles klar. Hat sich hier unter der Treppe versteckt. So, was haben wir denn hier? 12 Battle Songs. Dann habe ich meinen ersten Metz. 30 Sekunden, nee, das ist 11 Sekunden hält er, ja, super. So, und dann den Hammer noch einmal. So, was ist das denn hier? Mhm. Ach, der D-Town, ja, den brauche ich eher weniger. Glaube ich zumindest. Aber ich will ja, dass ich die Aggro behalte und nicht der liebe alte Brause. Der soll natürlich keine Aggro kriegen. Da ist mein Metz und einfach so für keine Ahnung. Richte man die da oben in der Leiste nochmal abgeschaltet? Das immer du wieder. Drückst Shift, hältst du gedrückt und dann klickst du mit der rechten Maustaste drauf. Ich nehme auch alle runter und dann gibst du mir einfach alle neu, die du hast. Dann habe ich ja automatisch die neueste Version. Ich singe das Bufflied, damit der Brause mir den Buff gibt. Horido! Funktioniert. Ja. Dex Quick noch. Der ist auch gut. Genau. Und zufällig einen Ausdauer-Regenerations-Buff hast du immer noch nicht bekommen. Ich habe nur diesen Boss-Buff und den mit der Faust da. Das ist der ist auch neu. Ja, gut. Ja, der hat nur eine stärkere Version, also. Ja, meine ich. Also nichts von Art und Weise neu. Ja, so. Upsala, Entschuldigung. Also ich habe ja was Neues bekommen, das möchte ich dir jetzt eben noch vorführen.
So, jetzt brauche ich ein williges Opfer. Ja, das ist... Das sollte mich vielleicht auch buffen. Oh ja, buff dich auch noch. Da hätte ich aber auch eher dran denken können. Brause feels stronger. Brause is blessed with holy protection. Brause looks more healthy. Brause looks more agile. Mein Gott, Brause. Die reinste Verjüngung. Wer schreibt das denn? Das steht hier im Combat-Chat drin. So, sagen wir mal jetzt hier, dieser Bösewicht hier, der hätte uns einfach ganz fieserweise von hier hinten überfallen. Oder wir können auch an unsere Albion-Zeit in Tidranki zurückdenken, wo wir gegen einen wie mich gekämpft haben. Und der hat dann einfach sowas Fieses hier gemacht, der hat nämlich einfach hier drauf gedrückt und dann... Bumm, hat der geschlafen und konnte nichts mehr machen. Oh. Zumindest für 11 Sekunden oder so. Danach wird er dann sich ganz böse auf uns werfen. Ja. Du hast ja auch einen zum Festhalten. Da kann man im Prinzip, kann man mal eben durchspielen, wie wir das machen würden, wenn es mal drauf ankommt. So, der hat uns jetzt ganz fies überfallen und damit wir erstmal die Situation wieder unter Kontrolle bringen, der Wolf, liefere ich ihn erstmal ein. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Der wird gleich losrennen, sich auf uns stürzen, auf mich. Dann kannst du ihn am Boden festwurzeln. Jetzt noch... Ja, genau. Ja, wunderbar, siehst du. Jetzt ärgert er sich, aber kann nicht mehr laufen zumindest. Könnte natürlich noch zaubern, wenn das ein Zauberer wäre. Ich glaube, dein Festwurzeln hält auch etwas länger. Gesundheit. Also mein Metz, der hält, wie viele Sekunden steht da? 11? Wie lange hält dein Festwurzeler? Er hält, glaube ich, 24. Ja, das ist ja also schon deutlich stärker. Warte mal, Duration 24 Sekunden. Ja. Gut, haben wir das auch mal durchgespielt, was wir da alles so für Tricks machen könnten. Genau, dann kannst du jetzt natürlich... bei Spielern funktioniert das nicht. Der hätte ja jetzt erstmal eine Minute lang Immunität dagegen. Mobs kann man auch mehrfach hintereinander machen, allerdings jeweils immer um die Hälfte reduziert. Das heißt, der war jetzt auch schon ziemlich schnell wieder frei. So, und jetzt erlöse ich ihn nochmal von seinem Leiden. Gut. Machen wir uns wieder auf den Rückweg. Diesmal den Strand entlang. Müssen wir bei diesen kleinen, weiß ich nicht, was das sein soll, Mini-Fjord. Gucken, was hier unter Wasser so. Nichts Böses zu erkennen. Okay, dann. Ich weiß nicht, wie das auf diesem Server mit den Neri-Tränken aussieht. Oder Nerei-Tränken oder was auch immer. Also den Unterwasser-Tränken. Ob es die hier gibt, wie leicht oder schwer man an sowas herankommt, keine Ahnung. Ach, guck mal. Mein Boot. Vielleicht hätte ich es doch besser festbinden sollen. Naja, egal. Was ist das hier für eine interessante Konstruktion? Boote sind das. Das sind die Reste von dem... Steinboote. Die sind nicht weit gekommen damit und dann haben sie hier stehen lassen. Denn das ist sicherlich eine dieser... Ja, du bist ja lustiger, sagst du Stigma und dann rennst du durch solche Gebiete. Entschuldigung. Das ist vielleicht auch eine dieser Strandbefestigungsmaßnahmen, die man manchmal so sieht, aber... Ja, Wellenbrecher sagt man auch dazu. Ja, genau. Also, Wellenbrecher.
Meine ich doch. Da entsteht ein Eiswagen. Wo? Da hinten bei dem Boot? Was soll es sonst sein? Und auf mein Eis. Oh, eine Krabbe, eine gelbe Krabbe, eine gelbe Krabbe. Die ist gelb. Eine Krabbe, eine Krabbe, eine Krabbe, eine gelbe Krabbe. Die gelbe Krabbe kommt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Böse gelbe Krabbe. Schmeiß mir mal meinen Damage Add rüber. Oder hast du das schon gemacht? Ich hab's noch nicht mitbekommen. Ich glaube, den hatte ich schon. Habe ich nicht gesehen. So, okay. Wie lange hält der vor? 4 Minuten oder? Ne, 10. Ach, guck mal, da steht auch einer. Wollen wir den in der Folge noch eben umhauen oder? Das ist auch eine gelbe Krabbe? Ne, das ist ein roter. Der ist Trollki. Na, dann lass uns mal einen Augenblick Luft holen. Jetzt nur die Frage: Fangen wir noch eine neue Folge an oder machen wir in dieser Session jetzt die letzte Folge zu Ende? Dann noch eine Folge noch machen. Gut, dann mache ich jetzt eben den Cut und dann müsst ihr euch bis auf die nächste Folge gedulden, wo ihr seht, wie Trollki uns, wie wir Trollki platt machen. Und Cut.